heute unser neues Format Malediven News. Tolle Idee. Eine tolle Idee. Wir sind Yami und Toddy. Also ich bin Yami, das ist Toddy. Wir kennen die Malediven schon so lange, dass wir letztes Jahr eine Reiseagentur gegründet haben, um ja, Menschen den Traum, den wir schon so lange leben, nämlich die Malediven jedes Jahr für mehrere Wochen, Monate zu besuchen, auch für andere wahr machen wollen, dass sie die Malediven entdecken können. So vielfältig, wie wir das gemacht haben in den letzten Jahren, einheimische Inseln bereist, Ressorts bereist, mit unserem Korallenprojekt ganz viele Projekte initiiert. Und wir haben uns gedacht, da wir jeden Tag mit den Malediven zu tun haben und so viele Kanäle zu den Malediven geöffnet haben, so ein super geniales Netzwerk vor Ort haben, dass wir euch jetzt wöchentlich mit News versorgen, die aus diesem schönen Land bei uns immer auf dem Tisch liegen. Mhm. Und daher haben wir gedacht, wir starten jetzt mal mit News von den Malediven. Wöchentliches Format von Yami und Toddy von den Inselnauten. News Nummer 1. Es soll eine neue Marine Protected Area geben auf den Malediven. Was ist denn eine Marine Protected Area? Das ist ein Naturschutzgebiet. Hm. Und zwar gibt es schon zwei. Es gibt eine, wo die Walhaie geschützt werden. Das ist bei Mamigili. Und dann gibt es noch eine, wo die Mantas geschützt werden. Wo ist die? Und zwar im Atoll, im sogenannten Hanifaru Bay. Genau. Und jetzt wird es noch eine dritte geben, also sie ist vorgeschlagen worden, und zwar im schönen Ra-Atoll auf der Insel, also um die Insel, um die Insel herum, wo das Ressort, das Interconti-Ressort errichtet wurde. Also da gibt es ein Ressort. Und die Insel nennt sich Mamunagau. Ja? Mamunagau. Und dieses Riff soll geschützt werden, und Mantas zu schützen auf den Malediven ist wichtig, um die Manta-Population im ganzen Indischen Ozean zu schützen. Und im Interconti gibt es eine Research-Station von Manta Trust, und die werden das Ganze dann dort auch managen, weil das Wichtige ist immer, dass man so eine Marine Protected Area auch wirklich managt. Das heißt auch, dass man darauf achtet, dass alles eingehalten wird, was dann dort festgelegt wird, um die Mantas zu schützen. Genau, eine super Sache. News Nummer 2. Wir haben. Wir bleiben im Ra-Atoll. Genau, und zwar wurde um die Insel Jolly Maldives ein, haltet euch fest, ein tonnenschweres Ghostnet aus dem Meer geholt. Eine Tonne wohlgemerkt, also über eine Tonne schwer. Das ist ein riesiges Netz. Wir haben selber mal in Fehendo ein Netz aus dem Wasser geborgen, ein Ghostnetz. Das war eine riesige Arbeit. Und die haben es in 7-stündiger Arbeit geschafft, ein riesiges Ghostnetz aus dem Wasser zu ziehen. Warum ist das so wichtig, genau, dass man also die birgt? Ghostnetz sind also alte Fischernetze und anderes Zeugs, Takelage und alles, das sich verbunden hat zu einem Riesenknäuel und durch die Meere treibt. Und darin verfangen sich Schildkröten, Fische und andere Meereslebewesen und verenden dort kläglich. Und natürlich ganz schlimm, auch wenn sie auf Korallenriffe treffen, dann zerstören sie dort die Korallen. Und ja, deswegen die müssen entfernt werden. Das ist ein Riesenproblem, genau, in den Weltmeeren. Und danke an das Team von Jolly Maldives, die das letzte Woche dort wunderbar umgesetzt hat. Klasse. Ja, eine riesengroße Veränderung auf den Malediven steht für an. Für uns richtig groß, ja, richtig mega. Ja. Ja, was? Es wird bald keine Plastiktüten, zumindest nicht mehr kostenlos beim Einkaufen geben. Die gibt's schon nicht mehr. Gibt's schon nicht mehr, Entschuldigung. Genau, und zwar, das ist wirklich ein Riesending, weil auf den Malediven gab es für jedes kleine Tütchen, für jeden kleinen Snack, den du gekauft hast, immer ein Plastiktütchen dazu. Und das ist jetzt Vergangenheit. Das wird wie in Deutschland. Letztlich, wer eine Tüte haben will, der muss einen Obolus zahlen, der darf sich ein Tütchen kaufen. Und die maledivische Regierung erhofft sich dadurch natürlich
eine Einschränkung, eine Dezimierung von Plastikmüll, was das Land auch ganz, ganz dringend braucht. Genau. Das können wir nur applaudieren. Hat Jahre gedauert, fast Jahrzehnte. Und ja, wir finden das klasse. Schön wäre es noch, wenn es die Plastiktüten, die jetzt noch ausgegeben werden für das Geld, dann auch noch biodegradable sind, das heißt biologisch abbaubar sind. Ja, oder wenig noch besser aus Papier wären. Ja, aber da berichten wir euch, wie das weitergeht. Auf jeden Fall ist das initiiert worden. Das finden wir mega klasse. Genau, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Genau. So, jetzt ein Schwenk Richtung Luxus auf den Malediven. Und zwar ist dort eine Airline gegründet worden, eine Luxus-Airline, die das Besondere an der Airline ist, dass sie also von den Malediven aus operiert, überall in die Welt. Und das Besondere ist, dass das Flugzeuge sind, die nur mit Business-Class-Ausstattung fliegen. Das heißt, immer die schönen Sitze, wo man schlafen kann, wo man sich gemütlich machen kann, so wie wir alle am liebsten fliegen. Richtig genial. Die haben jetzt erstmal eine A319 angemietet, wo sie das Ganze testen. Und dann wird eine gerade, glaube ich, in Düsseldorf umgebaut, die dann fliegen wird. Ja, wie gesagt, verschiedene Routen. Es ist in Deutschland angedacht, dass dort, glaube ich, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt angeflogen wird. Also mega, da halten wir euch auch auf dem Laufenden. Also wir wollen ja alle bequem auf die Malediven fliegen, diesen das Luxus. So. Das und wir wissen, dass definitiv zu wenig Business-Class-Sitzplätze in Richtung Malediven angeboten werden. Lücke gefüllt, genau. Können nicht immer nur Privatjet fliegen. Ne? Ja, dann weiter geht's. Ganz wichtige Meldung für alle Taucher unter euch. Und zwar, es gibt eine neue Druckkammer auf den Malediven. Auf Kandima. Kandima liegt im Dalu Atoll. Das ist im Süden der Malediven. Nicht ganz südlich, aber so kurz davor, vor dem richtigen Süden. Es ist im Moment die südlichste Druckkammer auf den Malediven. Es gab eine in Vilingili, im Shangri-La Resort, im Adu Atoll. Die ist aber nach der Pandemie geschlossen worden und die ist nicht in Betrieb. Und somit gibt es im Moment auf den Malediven, wie viele Druckkammern? Es gibt eine in Kuramati, es gibt eine in Koredo, es gibt eine Wiedereröffnung, ist geplant in Kürze in Bandos und die in Kandima komplettiert das auf Nummer 4. Cool, also wir Taucher, wozu brauchen wir Druckkammern? Um Tauchunfälle zu behandeln, wenn wir Taucher zu lange unter Wasser waren, zu lange dem großen Druck unter Wasser ausgesetzt waren. Genau, dann löst sich Stickstoff im Körper und zu viel Stickstoff kann dann nicht abgeatmet werden. Wenn man auftaucht, dann kann der ausperlen und das ist dann lebensgefährlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Schön, dass es das gibt zur Sicherheit für alle Taucher. Genau, auch wenn wir uns immer in den Limits bewegen wollen und Malediven hat spezielle Tauchlimits, nicht länger als 60 Minuten, nicht tiefer als 30 Meter, um das Ganze einzudämmen, aufgrund auch der Lage von Druckkammern. Genau, und keine Deko-Dives und dann noch den Sicherheitsstopp. Eigentlich alles auf der sicheren Seite, aber für den Fall der Fälle gibt es diese 4 Druckkammern und darüber sind wir dankbar. Nächste News! Wie geht's weiter? Wir haben in unserem Inselnauten-Blog, vielleicht hat es der eine oder andere gelesen, berichtet von der lieben Verena Wiesbauer. Genau. Eine Meeresbiologin auf den Malediven. Ja, also die lebt auch schon ganz lange auf den Malediven. Arbeitet auch für die Firma Swimsol, eine Firma, die Solaranlagen auf den Malediven installiert. Das heißt, stark an der Ausbau von nachhaltigen Energiegewinnungsanlagen auf den Malediven sich engagiert. Genau, sowohl in Resorts als auch auf Floke Islands sind die aktiv. Genau. Und die Verena hat eine Idee gehabt, weil es gibt auf den Malediven wahnsinnig viele Straßenkatzen. Ja, wer schon mal auf Loke Islands war, der hat das bestimmt auch gesehen. Oder in Male oder in Hulumale. Und diese Katzen, um das einzudämmen, hat sie es geschafft, tatsächlich in Hulumale die Erlaubnis zu bekommen, eine Kastrationsklinik für Katzen zu errichten. Die Räumlichkeiten hat sie gekriegt. Und jetzt ist es das Wichtige, dass die Klinik ausgestattet wird, natürlich mit dem Mobiliar, was man braucht und mit den richtigen Gegenständen, also eine Klinikeinrichtung, da ist sie auf Spenden angewiesen. Und weil das Thema für uns wichtig ist und wir sicher sind, dass es ganz viele Katzenliebhaber unter euch gibt. Genau, es ist wirklich wichtig, die Katzen, die vermehren sich dort halt einfach ungemein und
Fakt ist, dass sie niemandem gehören und die leiden dort. Und es ist wirklich wichtig, dass das endlich gemacht wird. Ganz genau. Sehr, sehr wichtig. Wir berichten weiter im Blog und wollen das auch Thema unserer News machen und halten euch da auf den Laufenden. Die Verena wird uns dort regelmäßig mit Infos versorgen, die wir dann an euch weitergeben. Genau. Haben wir einen Kanal, wo man spenden kann? Bei uns im Blog gibt es auf jeden Fall den Artikel, wie gesagt, Katzen auf den Malediven. Schaut auf dem Inselnauten-Blog vorbei. Ansonsten unten in den Shownotes, wie sagt man das bei YouTube? Ja. Da unten, da steht ein Link und da könnt ihr dem Ganzen folgen und euch beteiligen daran. So, ganz wichtiges Thema für alle, überhaupt das meist diskutierteste Thema auf den Malediven, für Malediven oder was? Das Wetter. Das Wetter, der Graus, der... Weil wir haben nur wenig Zeit, um auf die Malediven zu reisen, viele von euch, und das Wetter soll natürlich perfekt sein. Deswegen machen wir das, versuchen wir das Wetter auch immer zum Thema zu machen. Wie man das also unsere Wetterfee Yami wird euch dann erklären, wie das Wetter auf die Malediven ist. Genau, also Fakt ist natürlich, wir können keiner Schraube drehen, niemand kann das und niemand kann es groß vorhersehen. Aber wir können das aktuelle Wetter zumindest erzählen, also ne, vom aktuellen Wetter erzählen und dadurch natürlich ein bisschen auch in die Zukunft gucken. Ja, wir können euch auf jeden Fall sagen, dass ihr wisst ja, dass es auf den Malediven zwei Jahreszeiten gibt. Das ist einmal der trockene Monsun und der feuchtere Monsun. Und der feuchtere Monsun setzt Ende Mai beginnt der. Und der hat tatsächlich das war jetzt eine Ruhephase und es war sehr große Hitze auf den Malediven in den letzten besonders zwei Wochen. Da gab es sogar Hitzewarnungen, nicht nur für die Korallen, sondern auch für die Menschen. Ja. Und jetzt am Wochenende ist das Wetter tatsächlich umgeschlagen. Es gab Warnungen, den sogenannten White Alert. Das ist die erste Alarmstufe. Was gibt es noch so für Alarmstufen? Ein Yellow Alert, also gelben Alarm und einen roten Alarm. Genau. Also das sind praktisch die Unwetter-Warnstufen. Sowas kennt man ja in Deutschland auch. Und da fängt es halt mit Weiß an. Und ja. Da muss man aufpassen, da wird halt eine Warnlage ausgegeben, gerade für Transfer auf dem Wasser wird's dann, muss man darauf achten, wird besondere Vorausschau an die Betreiber der Boote wird ausgegeben. Und ja, also der Monsun schlägt um, das Wetter ist angespannt. Wechselhaft. Genau, also nur, dass ihr das wisst. Monsunwechsel auf den Malediven hat begonnen. So, wir sagen danke, dass ihr das erste Mal dabei wart bei unseren allerersten Malediven-News. Liked uns, kommentiert uns, genau, abonniert uns. Es wäre klasse, wenn ihr uns folgt. Wie gesagt, wir machen das Ganze wöchentlich hier auf unserem YouTube-Kanal und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Genau. Macht's gut, eure Yami. Euer Toddy. Tschüss.